Leute. Moin, moin. Seid willkommen zur sommerlichen Folge Noise Check. Warm, ein leichter Wind, gerade ganz angenehm. Ja, wunderschön. Ja, Axel, ganz ungewohnte Gegend hier. Stimmt. Sehr gespannt auf die heutige Folge. Ja, wir sind erstmal ziemlich krass durch den Hafen gefahren und dann abgebogen und dann sind wir hier gelandet, im schönen Moorburg. Genau, Moorburg. Das war mir vorher kein Begriff. Ich habe es ja mit Morflet verwechselt, ja, als wir vorhin gesprochen haben. Ja, ich weiß nicht, magst du schon so ein, zwei Teaser-Infos geben? Ja, sehr gerne. Also das ist hier tatsächlich ein Ort. Wir sind wieder südlich der Elbe gelandet, mehr oder weniger mitten im Hafen. Und es ist ein ganz interessanter Ort, weil er einerseits so ein bisschen halb verfallen ist, mhm, und andererseits hier aber auch so ein bisschen alternatives Leben blüht. Mhm. Und ich denke, heute gibt es hier einiges zu zeigen und einiges zu erzählen. Vielleicht schauen wir einfach mal rein und gucken, ob wir die Geheimnisse um diesen verwunschenen Ort tatsächlich lösen können. Lüften können. Also lehnt euch zurück, genießt und bis später. So, jetzt sind wir hier auf so einer Art Deich, parallel zur Hauptstraße, sag ich mal, ne? Genau, das unten ist der Moorburger Elbdeich und wir sind jetzt eben auf diesem Deich und wie der Name eben schon sagt, auf der Seite ist dann tatsächlich die Elbe. Auf welcher? Zeig nochmal. Also da. Rechts von uns, ne? Genau, rechts von uns. Hinter diesem, ja, was ist das, so ein Wäldchen, ne? Wäldchen, ja. Sieht schön aus. Ja. Und da kommen wir auch gleich schon quasi dazu, was das hier eigentlich ist. Also es ist tatsächlich der einzige Stadtteil südlich der Elbe gewesen bis 1937. Da gab es dann ja dieses Groß-Hamburg-Gesetz, wo dann auch Harburg eingemeindet wurde. Das hatten wir ja auch, Stichwort Bergedorf, ne? Die Bergedorf-Folge. Stimmt. Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Und Moorburg ist tatsächlich schon viel länger dabei, seit 1375, glaube ich. Zu Hamburg jetzt, meinst du? Genau. Wow. Es ist tatsächlich so, dass hier, das ist eben halt so ein altes Elbdorf und seit 1982 ist das hier Hafenerweiterungsgebiet. Mhm. Und das Dorf, was quasi ein Dorf weiter ist von hier, das ist Altenwerder und das ist ja tatsächlich auch abgerissen worden. Da steht ja nur noch die Kirche. Das sieht man halt, wenn man durch den Elbtunnel fährt Richtung Süden auf der linken Seite. Ah, ja, ja. Genau, und das ist halt komplett platt gemacht worden und der Container-Terminal Altenwerder, der ist hier auch direkt weiter. Und dann war der Plan, dass der Hafen quasi weiter wächst und über Moorburg auch hinweg. Quasi von Altenwerder hier in diese Richtung Moorburg quasi. Genau. Mhm. Und weißt du, wann das platt gemacht wurde, ein Dorf weiter? Das wurde in welchem Jahrzehnt? Ja, ich glaube 77, 78 ist das ungefähr entvölkert worden und dann eben abgerissen worden. Das ist krass, ich stelle mir sowas echt immer sehr intensiv vor, auch emotional, wenn man da wohnt. Ja. Vor allem, wenn man da vielleicht auch eine Geschichte mit hat an dem Ort, an dem man wohnt. Und dann hat man wahrscheinlich, die hatten dann irgendwann wahrscheinlich auch keine Wahl mehr, ne? Ja, ja, genau. Also im öffentlichen Interesse, wie es dann ja heißt, ne? Ja, da wird das dann halt eben abgekauft. Es gibt für Altenwerder tatsächlich auf YouTube ganz schöne Videos von dem Abriss. Die sind so ganz eindrücklich. Da steht dann auch so ein Mann rauchend, eben guckt dann den Abrissarbeiten zu. Oh, vielleicht können wir das verlinken. Das können wir vielleicht verlinken. In der Videobeschreibung, finde ich ganz spannend. Ja, und hier in Moorburg ist es tatsächlich nicht so weit gekommen. Es sind tatsächlich 90% der Häuser inzwischen nach und nach an die Stadt Hamburg übergegangen. Also Hamburg hat dann halt immer die Häuser abgekauft. Mhm. Aber die Hafenerweiterung ist jetzt noch nicht so weit fortgeschritten. Und es ist jetzt auch so ein bisschen unklar, ob es überhaupt dazu kommt. Das ist jetzt irgendwie total spannend. Auch, also weißt du, warum die Hafenerweiterung nicht so weit fortschreitet, wie geplant wurde? Ist der Hamburger Hafen nicht mehr so attraktiv, oder? Ja, also es ist tatsächlich so, in den 70er Jahren ist ja dieser der Containerhafen, da fing das ja alles an. Ja. Und das ist ja auch der Zeitpunkt, wo eben Altenwerder
eingerichtet wurde, also der Containerterminal und da hinten an der Autobahnauffahrt die ganzen anderen Containerterminals auch. Und das war halt die neue Technologie und man dachte eben 82, als man das hier quasi deklariert hat, es wird immer so weiter wachsen und inzwischen geht halt auch viel über andere Häfen, also andere europäische Häfen. Ja. Damals war man halt noch sehr auf Deutschland beschränkt und dachte so, das wird immer so weiter wachsen. Und dann wurde es halt doch nicht so der Boom wie gedacht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Spannend. Und dann wurde das quasi bis jetzt mehr oder weniger verschont auf gewisse Art, kann man sagen, ne? Genau, also es gibt jetzt am anderen Ende des Dorfes das Kraftwerk Moorburg. Also haben wir ja nach dem Intro so ein paar Bilder gezeigt. Genau, also das gab es an der Stelle auch schon vorher, aber eben auch dieses neue Heizkraftwerk, was jetzt ja stillgelegt ist. Ach so, es gab vor diesem modernen, was jetzt stillgelegt ist, gab es noch quasi ein altes sozusagen. Genau, da gab es ein altes, das wurde, glaube ich, 2004 wurde das gesprengt. Und dann wurde das neue ab, ich glaube, 2010 gebaut und dann 2014, 15 eröffnet. Und jetzt eben im Zuge des Kohleausstiegs wieder geschlossen. Mhm. Das ist ein totales Auf und Ab, ne? Ja. Mann, es ist ganz anders hier, Axel. Wo sind wir jetzt? Komplett die Stimmung umgedreht. Ja, total, als ob wir mitten im Wald sind. Und es ist auch relativ, also hier ist mehr Luftfeuchtigkeit, finde ich. Und auf dem Boden, das blenden wir mal ein, ist jetzt so Häckselgut. Man geht hier eigentlich so ziemlich weich. Ganz anderer Film als an dem Deich, wo wir eben waren. Ne? Total. Also wir sind jetzt hier, du hattest das auch gerade eben erwähnt, in dieses Wäldchen reingegangen. Hm. Und wir hoffen jetzt, Richtung Elbe zu kommen. Mal schauen. Oh. Jedenfalls, ja, das ist wirklich ganz interessant hier. So, kurze Orientierung. Das Kohlekraftwerk Moorburg liegt jetzt rechte Hand, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, und ganz eigen hier. Ja, wir haben ja gerade schon off-cam so ein bisschen gesprochen. Du hattest dir was anderes so versprochen, ne? Kann man sagen. Du warst ja vor einem Jahr, sagtest du, schon mal hier. Ja, tatsächlich. Und ich habe auch vor 15 Jahren oder so, war es schon so ein Geheimtipp, da hieß es ja in Moorburg, da ist alles leer und da kann man halt irgendwie gut, gerade wenn man so eine junge Familie ist, halt gut wohnen. Mhm. Und ich habe jetzt auch hier Infos rausgezogen, also dass es hier Stand 31.12.2020 703 Einwohner gibt in Moorburg. Das ist ja nicht viel. Ja. Das ist eine, ich habe es mir aufgeschrieben, 70 Einwohner pro Quadratkilometer. Und wenn man mal vergleicht, der gesamte Bezirk Harburg, wo das ja hier drin liegt, hat 1349 Einwohner pro Quadratkilometer. Also das ist halt richtig dünn besiedelt. Ja. Aber es wirkt heute relativ voll, ne? Finde ich auch. Also viele Autos am Straßenrand, viele Radfahrer. Gut, bei Radfahrern könnte man jetzt sagen, die fahren durch. Das sind Leute, die eine Radtour machen. Aber wir haben ja auch gesehen im Ort drinne, dass da so eine Veranstaltung heute stattfindet. Das Moorville. Wir sind da vorbeigegangen. Das sah so ein bisschen aus, ja, wie soll man das sagen, so Essenstände für Familien. Ja, genau. So ein kleines Festival, so ein bisschen Spiel, Wiese, so für die Kids was. Ganz nett. Und auf einmal wirkt dieser Ort, der vielleicht so eine halbe Geisterstadt eigentlich ist, gleich so ganz normal belebt fast. Ne? Ja, ich habe auch gelesen, dass die Stadt wohl jetzt wieder befristete Baugenehmigungen erteilt für Moorburg. Ah, okay. Wie befristet die sind, das weiß ich nicht, aber es wirkt schon ein bisschen bizarr tatsächlich. Finde ich interessant. Das ist so, als ob die Stadt selber nicht sicher ist, wie das hier weitergeht. Und es könnte ja auch sein, dass das so bleibt, wie es ist und dass es sogar in Zukunft wieder wächst. Das wäre ja theoretisch möglich, ne? Ja, es ist wohl angedacht, hier eine Deponie anzulegen. Also die Hamburger Hafenbehörde plant hier eine Deponie für kontaminierten Hafenschlick zu errichten. Okay. Und dann wären zwar tatsächlich die Hafenerweiterungspläne Geschichte, aber das würde natürlich für die Bewohner halt auch nicht so toll sein. Und deswegen gibt es hier Protest. Aber vielleicht erstarkt jetzt hier so ein bisschen wieder so dieses, wir wollen das hier erhalten. Und dass es wieder belebter wird. Ne? Darum vielleicht auch das Moorville. Ich kenne jetzt den Hintergrund nicht, aber kann ja auch sein, dass es was ist, um so eine Regionalität zu stärken. Ne? Ja, also es ist auf jeden Fall ganz interessant, diese
Häuser. Wir haben das auch noch mal gerade schon aufgenommen. Also das ist schon hier so ein Alleinstellungsmerkmal, also auf dem Deich, dass die Häuser quasi unten an die Straße gebaut sind und an den Deich ran. Das heißt, über so eine kleine Brücke zum Beispiel, ne? Genau, auf der anderen Seite des Hauses hast du dann im ersten OG noch einen Eingang. Wir können das ja gleich mal zeigen. Ja. Und man kann halt über den Deich, das ist wie so eine Promenade, kann man halt so lang flanieren. Das ist echt schön. Also was ich jetzt hier so landschaftlich toll finde, wir waren eben vor, weiß nicht, 6 Minuten in einem Ort, gehen durch das Wäldchen. Und jetzt ist man ganz woanders gefühlt. Das, irgendwie, das hat einen Reiz, finde ich. Stimmt. Viel freier Himmel. Im Hintergrund sieht man so ein Windrad. Rechts Hafenkräne. Das sind, genau, das ist das Terminal Altenwerder, steht an den Kränen auch dran. Das ist quasi das Nachbarterminal. Okay, wo früher der Ort war, ne? So hätte es jetzt hier auch aussehen können, ja. Da sind wir, ne? Wir haben die Elbe erreicht. Ja. Wunderbar. Etwas müde bin ich jetzt. Etwas abgeschlafft, so vom Gehen in der Sonne. Ich Aber auch. Es ist total schöne Belohnung jetzt am Ende, finde ich, hier an der Elbe zu sein. Mhm. Ja, wie sind wir jetzt so den letzten Teil? Vielleicht kann man das nochmal beschreiben, wie wir gegangen sind. Ja, genau. Wir sind ja durch das Wäldchen durch und dann sind wir erst links rum, also wir wollten quasi nach Norden, haben dann aber gesehen, dass es besser ist, Richtung Süden zu gehen, sind dann bis zur Katwigbrücke gegangen, die jetzt so da hinten liegt. Genau. Und sind dann halt an die Elbe gekommen. Und links abgebogen. Haben jetzt hier, also quasi Moorburg ist jetzt auf der Seite und da ist Containerterminal Altenwerder und Moorburg, wenn es gebaut worden wäre, wäre dann jetzt genau hier, wo wir sind. Ja. Ja, ich weiß nicht, wollen wir so ein kleines Fazit ziehen? Ja, gerne. Also erstmal so grundsätzlich, ich finde, es lohnt sich, hier hinzukommen, definitiv. Mhm. Auch wenn es vielleicht anders ist, als wie wir es gedacht haben. Wir haben gedacht, mehr Geisterstadt und so weiter. Aber es ist halt so von den Gegensätzen, finde ich, voll interessant. Mhm. Ne, weiß nicht, 15 Minuten Gehweg von hier ist man in so einem Wohngebiet mit teilweise unbewohnten Häusern. Jetzt ist man hier direkt an der Elbe, zwischendurch das Wäldchen. Also sehr interessant auf jeden Fall als Ausflug. Finde ich auch, ja, absolut. Man kommt nicht so gut hin. Ja. Also wir sind jetzt ja, wie ihr seht, auch mit dem Auto da. Und das ist, glaube ich, auch... Oder mit dem Rad natürlich kann man machen. Wir haben ja viele Fahrradfahrer gesehen. Stimmt, ja, wenn man da so ambitionierter ist als wir, ne? Neuschick wird bequem. Ja, eine Folge mit dem Fahrrad hatten wir ja auch, aber... Stimmt, ja, stimmt. Ja, so gesehen hätte ich auch schon wieder Bock, einmal so noch so eine Fahrradfolge zu machen. Können wir ja gerne machen, ja. Die hatte was, ja. Ja, ja, also... Unser Daumen geht eher nach oben, würde ich sagen. Ne? Ja, meiner auch, obwohl ich ja was anderes erwartet hatte auch. Aber ich finde es schön. Kann man machen. Dann war es doch schon wieder, ne? Genießt den Sommer. Genau, Leute, genießt den Sommer, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.